Heute live auf der Musikmesse Frankfurt. Es ist der erste Tag und wir werden natürlich anfangen am Stand der Tegeler Audiomanufaktur. Und der Entwickler Michael Krusch wird uns was über seinen Varimy-Kompressor erzählen. Das ist unser Varitube-Kompressor. Der funktioniert nach dem Varimy-Prinzip. Das heißt, der Arbeitspunkt einer Röhre wird verschoben und dadurch entsteht eine Verstärkungsänderung. Das Besondere an Varimy-Kompressoren ist die weiche Kennlinie, was dafür sorgt, dass der Kompressor auf der Musik letztlich nicht direkt als Effekt hörbar ist und sehr weich komprimiert. Der Varitube-Kompressor ist ein Zweikanalgerät, kann aber über den Linkschalter für Stereo benutzt werden, werden beide Kanäle miteinander verkoppelt. Das Gerät hat einen festen Threshold, wird aber durch Aufdrehen des Inputreglers kann man diesen Inputreglern stärker anfahren. Und das letztlich bestimmt das auch die Stärke der Kompression, je nachdem wie stark man den Inputregler aufgedreht hat. Mit dem Outputregler gleicht man die Verstärkungsänderung wieder aus, die man durch den geänderten Inputregler erreicht hat. Dann gibt es die üblichen Regler Attack und Release, die über einen sehr weiten Bereich regelbar sind, also von einem sehr schnellen Attack, der kaum Pegelspitzen durchlässt, zu einem sehr langen, der dann auch trotz Komprimierung einen sehr lebendigen Sound erzeugt. Und dann der passende Release-Regler. Mit dem In- und Bypass-Schalter kann man zwischen komprimiertem und unkomprimiertem Signal hin- und her schalten. Und der letzte Schalter ist noch der Output- oder Kompressor-Schalter. Der dient zur Anzeige. Entweder zeigt er in der Output-Stellung den Ausgangspegel an oder in der Kopfstellung den Kompressionsgrad. Das Gerät ist besonders geeignet für akustische Signale, die möglichst weich komprimiert werden sollen, wo eigentlich nur eine Verdichtung erreicht wird, aber kein Effekt, kein direkt hörbarer Effekt. Vinyl, Final Scratch, any other laptop-based software as well.